Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Von oben konnte man sehen, wie weit der Sportplatzumbau fortgeschritten ist, was sich in der Häuselwelt getan hat und wie viel Grün es in Oberfrohna gibt. Am spannendsten war allerdings das Rot auf der Rustorfer Straße. Feuerwehrtechnik zum Anfassen für die Besucher. Die Freiwillige Feuerwehr Oberfrohna veranstaltete am 27. Juli ihr Feuerwehrfest. Wir haben heute mal keine Übung vorbereitet, sondern mal eine Technikschau mit verschiedenen Fahrzeugen, die so in der Feuerwehrwelt unterwegs sind. Wir freuen uns natürlich, dass wir viele Fahrzeuge da haben aus benachbarten Feuerwehren, befreundeten Feuerwehren, aus Hohenstein-Ernstthal, aus Wüstenbrand. Die Feuerwehr aus Mühlau ist mit einem Rüstwagen hier vor Ort. Unsere eigenen Fahrzeuge stellen wir natürlich aus und da können sich die Besucher mal so ganz über die Technik informieren, mit der wir tagtäglich arbeiten. Auch ältere Technik wurde ausgestellt, mitgebracht von der Freiwilligen Feuerwehr Rustorf und auch von der aus Liechtenstein. Die Kameraden aus der Stadt im Grünen gehören zu den regelmäßigen Gästen in Oberfrohna, wie auch die aus Niederfrohna. Die viele Technik, die gezeigt wurde, kommt verschiedentlich zum Einsatz. Wir sind in der Ortsfeuerwehr Oberfrohna speziell für die Brandbekämpfung im Stadtkern mit zuständig. Daher auch die Verbindung mit unserem Großtanklöschfahrzeug, da sind 9000 Liter Wasser drauf und natürlich mit unserem Gerätewagen Logistik für die ganze Geschichte Umweltschäden, Hochwasserbeseitigung und so weiter zuständig. Dafür haben wir in Oberfrohna hier ein kleines Lager mit Sandsäcken, verschiedenen anderen Hochwasserschutzsystemen, die wir dann auf dem Fahrzeug verlassen können und schnell zum Einsatz bringen können. Einsatzgebiet sind Limbach-Oberfrohnas Ortsteile. Aber auch mit dem Großtanklöschfahrzeug überörtlich teilweise weitere Strecken bis in die Region Glaurau und den Landkreis Mittelsachsen werden wir teilweise gerufen bis Mühlau, Lunzenau und so. Dort waren wir schon unterwegs. Im Gegensatz zu dem Tatra, der 2022 in Hohenstein-Ernstthal in Dienst gestellt wurde, ist Oberfrohnas Großtanklöschfahrzeug mit Baujahr 1991 mittlerweile ein Oldtimer, aber immer noch im Einsatz. In den letzten Monaten ist es relativ ruhig hier in Oberfrohna. Glücklicherweise muss man dazu sagen, wir stehen dennoch aktuell bei 30 Einsätzen dieses Jahr, die zu Buche stehen. Das liegt bei uns im Jahresdurchschnitt, was so zwischen 50 und 70 Einsätzen sind im Jahr. Und damit sind wir eigentlich sehr zufrieden, dass nicht mehr passiert. Weil wenn irgendwo ein Alarm ist, dann ist ja immer unsere Hilfe gefragt. Und das heißt, eine Person der Bevölkerung weiß sich selbst nicht mehr zu helfen und braucht dann entsprechend andere Hilfe. Von daher ist eine geringe Einsatzzahl eigentlich eine gute Einsatzzahl, aber perspektivisch die Einsatzzahlen steigen natürlich immer weiter an. Somit sind wir von irgendwo vor 20 Jahren, haben wir Einsatzzahlen von 20, 25 Einsätzen im Jahr gehabt und mittlerweile liegen wir bei Einsatzzahlen zwischen 50 und 70, je nach Jahren, ob es Unwetter gibt oder sonstiges. Der doch enorme Anstieg hat verschiedene Ursachen. Die Ursache dafür, dass das so viele Einsätze geworden sind, ist zum einen die Gesellschaft. Die Personen werden eigenständig hilfloser und rufen halt öfters die Feuerwehr an, auch wegen vermeintlich banalen Sachen. Das ist natürlich unserer Seite völlig egal. Wir helfen jedem, egal was da los ist. Zum anderen natürlich die technische Fortschritt mit Brandmeldeanlagen, mit Heimrauchmeldern, die jetzt seit 1. April in jeder Wohnung installiert sein müssen, wo man natürlich auch zu Fehlalarmen hin und wieder alarmiert wird, was halt vor 20 Jahren einfach noch nicht so der Fall war. Auch Verkehrsunfälle, wo sogenannte E-Call-Systeme auslösen, wenn es zu einem Unfall kommt, löst ein automatisches System aus und alarmiert automatisch die Rettungsleitstelle in Zwickau und diese schickt dann entsprechend die nächstgelegene Feuerwehr hin und somit ist einfach die steigende Anzahl der Einsatzzahlen damit zu erklären. Auch Oberfrohna ist eine freiwillige und keine Berufsfeuerwehr. 100% Ehrenamt, freiwillige Feuerwehr, unentgeltlich, machen wir alles neben der Arbeit. Und sind froh, dass wir hier in Oberfrohna viele Schichtarbeiter haben, viele, die im Rettungswesen arbeiten, die in Krankenhäusern unterwegs sind und somit auch tagsüber über eine gute Einsatzbereitschaft verfügen können. Das könnte aber auch mal ganz anders aussehen. Natürlich ist es wichtig, für Nachwuchs zu sorgen. Dafür haben wir eine sehr, sehr starke Jugend- und Kinderarbeit. Die Kinderfeuerwehr ist aktuell mit 15 Kindern ganz gut ausgelastet. Die Jugendfeuerwehr derzeit 23 Jungen und Mädchen, die da ihren Dienst tun. Und diese zwei Abteilungen sollen natürlich auf die Einsatzabteilung in der Freiwilligen Feuerwehr dann vorbereiten.
wo wir jetzt aktuell in Oberfrohna bei 32 aktiven Kameraden liegen. Das ist ausbaufähig. Wir haben auch noch Plätze frei. Also wer Interesse aus dem Ortsteil Oberfrohna hat, sich mit einem coolen Ehrenamt zu beschäftigen, der darf sich gern bei uns melden. Wir haben immer alle 14 Tage Freitag von 19 Uhr Ausbildungsdienst. Einfach vorbeikommen oder sich über die Stadtverwaltung bei uns melden. Informieren durfte man sich ebenso zum Feuerwehrfest am 27. Juli. Ja, unser Gartenfest, Werbung in eigener Sache, dient natürlich auch der Nachwuchsgewinnung. Hier kann man sich natürlich informieren, Kontakte knüpfen, Gespräche führen und halt über das Ehrenamt Feuerwehr informieren. Das Feiern wurde freilich nicht vergessen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Kindheitsträume. Das Depot Pohl Ströer in Gelenau gewährt speziell in der Ferienzeit Einblicke in verschiedene Volkskunst- und Spielzeugthemen. Neben einer großen Auswahl an historischen Kinderfahrzeugen werden vor allem Szenen mit Puppen gezeigt. Im Mittelpunkt stehen Käthe Kruse sowie Künstlerpuppen. Zu bestaunen gibt es außerdem historisches Holz- und Blechspielzeug. Mechanische Bergwerksmodelle sowie historische Karussells können per Knopfdruck in Bewegung gesetzt werden. Das diesjährige Sonderthema: Erzeugnisse aus dem Schaffen des Leipziger Holzspielzeugherstellers Rudolf Fix. Neben einem Spielzimmer gibt es einiges zu suchen und zu erraten. Sommerschau im Depot Pohl Ströer in Gelenau im Erzgebirge. Eine Ausstellung für Groß und Klein bis 31. August 2024. Mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Da schauten die Wohnungskaninchen nicht schlecht. Mitglieder des Rassekaninchen-Zuchtvereins S416 Pleißer hatten den Platz an der Feuerwache in Limbach-Oberfrohnas Ortsteil Pleißer herausgeputzt. Am 27. und 28. Juli war Rassekaninchen-Jungtierschau angesagt. Das ist unsere dritte vereinsoffene Jungtierschau hier in Pleißer, die wir jetzt durchführen. Wir haben hier 109 Tiere in 22 Rassen in Farbenschlägen von 8 Vereinen, die wir so eingeladen haben. Es ist weniger wie erwartet, aber so ist halt der Trend heutzutage. Ein Trend, der eher pessimistisch als optimistisch stimmt.
Ja, der Trend der Wasserkaninchenzucht ist eher so, dass es mehr zurückgeht wie nach vorn. Was bei den Geflügel eigentlich ein bisschen anders war, aber das wird bei den Geflügel, denke ich, auch wieder rückläufig werden. Weil die ganzen Vorschriften dort noch extremer sind wie bei uns. Durch die ganzen Geflügelgrippen und den ganzen Mist hier. Aber wie gesagt, wir sind optimistisch, dass wir vielleicht wieder mal ein, zwei Züchter dazu bekommen. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche. Wir haben eine Jugendzüchterin im Verein, wie gesagt, die Emma. Die hat die Farbenzwerge weißgranfarbig in Havanna. Weil die relativ selten sind, sag ich mal, und weil die so niedlich sind. Ich hatte schon, ich glaube so mit 5, 2 Kaninchen. Also da war ich noch relativ jung. Und dann auch wieder so mit 9. Und mein Papa züchtet auch Kaninchen. Wir haben halt auch ganz viele und da hat mich das halt schon etwas länger interessiert. Der Nachwuchs, entweder kommt sie aus einer Züchterfamilie. Es ist selten, dass wir wirklich Fremde mit dazukommen. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind geringer, die man irgendwo hat. Wenn man ein Haus und Grundstück hat, wo will man dann groß mit Tieren? Da brauchen wir eine gewisse Anzahl, wenn man wirklich züchten will. Ja, und bloß ein Kaninchen in der Wohnung, das wird er nicht mit züchten. Wie gesagt, die Platzverhältnisse, das muss gegeben sein. Und, ja, und vielleicht müssen dann auch die Eltern dahinter stehen, dass die Jugendlichen das so machen können und dürfen. Bei Emma ist das der Fall. Da steht der Papa mit Rat und Tat zur Seite. Die Zuchtergebnisse können sich sehen lassen. Das Geheimnis des Erfolgs ist eine gute Verpaarung oder gute Zuchttiere. Eine ordentliche Linienzucht, die man sich dann über Jahre arbeitet, sozusagen. Dass dann immer was Ordentliches rauskommt. Es gelingt nicht immer, aber ab und zu schon mit. Das sah man schon bei vielen Pleißaer Ausstellungen. Die offene Jungtierschau erlebte allerdings erst die dritte Auflage. Wir haben den Verband sozusagen gewechselt. Dadurch führen wir auch die Kreisjugendtierschauen dann eben hier nicht mehr durch. Was früher vom Stadtverband heim war, was wir viel übernommen haben. Und dann haben wir gesagt, machen wir was Eigenes und eben auch vereinsoffene, dass wir andere Vereine mit einladen können. Eingeladen waren nicht nur Züchter. Ist ja nicht nur das Präsentieren der Kaninchen, sondern ist so das Ganze ringsherum. Wir, wie gesagt, seit 3 Jahren haben wir ein abendfüllendes Programm, wo wir verschiedenste Acts im Prinzip jetzt mal mit versuchen reinzubringen, um auch die Besucher zu locken und ja, halt den Verein durch finanzielle Mittel dann wieder aufrechtzuerhalten. An dem Wochenende fehlte nicht die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Pleißa. Die präsentieren ja dort auf den Tür hier und wir kümmern uns um den Rest. Groß und klein konnten Feuerwehrtechnik inspizieren. Diesmal auch den Tatra der Freiwilligen Feuerwehr Hohenstein-Ernsthal und das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF-10 der Freiwilligen Feuerwehr Wüstenbrand. Das eigene Fahrzeug diente für Rundfahrten durch den Ort. Auch sonst hatten die Besucher reichlich Möglichkeiten, Feuerwehr zu erleben. Für Speis und Trank sorgten die Kaninchenzüchter und ebenso für tolle Preise bei der Tombola. Für Samstagabend war der Höhepunkt angekündigt. Das Roland-Kaiser-Double Markus Prinz war zu Gast. Die dicken Regenwolken sorgten dafür, dass es für den Sänger nicht ganz gemütlich war. Aber das Publikum saß im Trockenen. Und jeder Schlag deines Herzens ist mir so vertraut. Unbeeindruckt von der Nässe zeigten sich die Kinder, die viel Spaß hatten. Der Imkerverein Limbach-Oberfrohna und Umgebung feiert in diesem Jahr sein 150. Bestehen.
Seit einigen Jahren gehört zur Vereinsgeschichte die Zusammenarbeit mit dem Tierparkförderverein Limbachobo-Frohna. So gibt es das Bienenhaus im Tierpark oder den Imkerpark, an dem die Besucher des Amerika-Tierparks nicht nur viel über Bienen erfahren, sondern ebenso bei der Honiggewinnung dabei sein können. Das 150. Vereinsjubiläum ist für die Imker Anlass, eine Vortragsveranstaltung des Tierparkfördervereins zu gestalten. Am 21. August gibt es in der Parkschenke von Jürgen Schmidgen Wissenswertes zur AP-Therapie, die Heilkraft aus dem Bienenstock. Und Steffen Reuter widmet sich mit seinem Vortrag der Bienenweide, wie man eine Umwelt schaffen kann, in der Bienen immer genügend Nahrung finden. Die Veranstaltung startet am 21. August, nicht wie sonst um 19 Uhr, sondern an diesem Tag geht es schon 18 Uhr los. Das Festival E-Burg, das dazu beitrug, dass viele Industriebrachen in der Region kreativ umgestaltet wurden, findet diesmal in den ehemaligen Muskatorwerken in Riesa statt. Ab 9. August sind Künstler aus aller Welt im Innen- und Außenbereich aktiv, um die unterschiedlichsten Kunstwerke entstehen zu lassen. Vom 30. August bis 1. September sowie vom 6. bis 9. September kann das Ergebnis vom Publikum in Augenschein genommen werden. Wie immer werden auch zur 19. E-Book-Auflage Leute gesucht, die beim Auf- und Abbau sowie während des Festivals helfen möchten. Bei Interesse einfach E-Mail an helfen@ebook-art.de schicken. Der Start in das neue Futsal-Jahr begann bei Hot 05 Futsal mit einer kleinen Verabschiedung. Neben mir, liebe Gäste, auf der Tribüne steht Christopher Wittig. Er hat viel vor. Er spielt seit 2013 für den VfL 05 Hohenstein-Amstel Futsal, ist zweifacher deutscher Meister. Zudem absolvierte der 28-Jährige bislang für den DFB 66 Futsal-Länderspiele. Der nächste Schritt für Witte wird sein, einmal hineinzutauchen in eine starke internationale Liga, dort den Trainings- und Spielbetrieb mit zu erleben. Und er hatte eigentlich die Qual der Wahl. Es gingen lange Verhandlungen und am Ende landete er an der italienischen Adria in Pesaro, ich glaube 15 Kilometer südlich von Rimini. Ich denke, er hat sich was Gutes ausgesucht. Was seine Futsalzeit in Hohenstein-Ernsthal betrifft. Jedes Heimspiel natürlich legendär hier. Aber was wirklich richtig, richtig geil war, war das Länderspiel, was hier ausgetragen wurde. Mit LED-Bande, mit Parkettboden, mit geiler Kulisse gegen Tschechien. Also das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und so natürlich jedes Heimspiel. Die Fans, ihr habt das jedes Mal zu einem wirklich richtig, richtig geilen Event gemacht. Es fällt mir auch sehr, sehr schwer, jetzt hier zu gehen. Aber wie sagt man so schön, man kann immer wieder kommen. Christopher Wittigs neuer Club in der italienischen Futsal-Liga ist in der Hauptrunde Achter geworden, hat dann die Playoffs gespielt, ist dann gegen den jetzigen italienischen Meister im Halbfinale rausgeflogen. Hat eigentlich eine ganz solide Saison gespielt, möchte nächste Saison natürlich wieder Meister werden, wie schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal sind die schon, dann Pokalsieger sind sie schon mehrmals geworden und das ist halt schon der erste Unterschied zu unserem Futsal-Sport hier in Deutschland. Man hat nicht nur die Liga, sondern es wird auch noch Pokalspiele geben, also somit mehr Spielbetrieb, mehr Mannschaften in der Liga, 16 Mannschaften sind. Ja, was wird, denke ich, der größte Unterschied werden? Aber bitte, wenn du dort 2, 3 Dinger reingehauen hast, ja, und jeder weiß, wir haben hier nicht irgendeinen Spieler aus Deutschland geholt, sondern eben diesen Christopher Wittig, dann gehst du mal da dort zu dem Sheriff von dem Verein, ja, und dann fahren wir mal dorthin. Ja. Da fahren wir mal dorthin und wenn es uns dort gefällt, dann machen wir sogar eine Gegeneinladung. Können wir das so vereinbaren? Das wäre natürlich überragend.
Alles Gute für Christopher Wittig. Es soll noch was Großes geben. Variante 1 ist das Auftaktspiel in der Futsal-Bundesliga am 31. August. Bitte, wenn du da noch da bist, wir würden uns sehr freuen. Unsere neue Anstoßzeit in der Futsal-Bundesliga, liebe Gäste, wird sein 15.30 Uhr. Und an diesem 31. August um 15.15 Uhr würden wir dann deine Verabschiedung hier vornehmen. Volle Halle, als Gegner wieder die Traumtänzer und Provokateure aus Jahn Regensburg. Das wird also ein großes Match. Volle Halle und Verabschiedung von Witte nach Italien. Das ist unser Plan. Schlussapplaus für Christopher Witte. Wenn Christopher Wittig geht, muss natürlich Ersatz ran. Die neue Bundesliga-Saison bestreitet Hot 05 Futsal mit einigen neuen Spielern. Die präsentierten sich beim ersten Testspiel am 27. Juli im Hotsportzentrum gegen Bohemians Prag, den Erstliga-Aufsteiger aus dem tschechischen Nachbarland. Neu bei Hot 05 Futsal sind die Torhüter Ben Dittmar. Er kam von Futsal Nürnberg und Christian Unbehauen. Er war zuvor beim FC Carl Zeiss Jena. Kim Herderich spielte bei Jahn Regensburg, Ermin Kojic bei Futsal Nürnberg und Adam Husinica ebenso in Jena. Bereits 8 Trainingseinheiten in Hohenstein-Ernsthal absolviert, zeigten die Neuen im ersten Testspiel, dass sie sich gut bei Hot 05 eingefügt haben. Die Gäste aus Prag waren ein Gegner auf Augenhöhe, stark in der Abwehr und mit viel Lust im Spiel nach vorn. Es dauerte, bis das erste Tor fiel. Nach einem Fehler der Gäste, Dimitro Sorokin am Ball, Pass in Richtung Neuzugang Adam Husinica und Führungstreffer für Hot 05 Futsal in der 15. Minute. Die Prager Antwort folgte 2 Minuten später. Mit einem Freistoß glich Wojtech Holub in der 17. Minute aus. Nach der Halbzeitpause gelang ihm zudem der Führungstreffer für die Gäste. 1:2 hieß dann auch der Endstand. Bis zum Bundesliga-Saisonstart testet Hot 05 Futsal noch gegen verschiedene andere tschechische Teams, um fit zu sein, wenn am 31. August Jahn Regensburg auf der Matte steht. Vor den Toren von Chemnitz ein kleines Dorffest auf dem Berg, am letzten Juliwochenende in Wüstenbrand. Zum 54. Mal feiern wir das Wüstenbrander Heidelbergfest. Es war wieder eine Herausforderung zu organisieren, weil wir überwiegend mit Ehrenamtlern hier arbeiten, was es natürlich besonders attraktiv macht, weil ganz viele Wüstenbrander Bürger hier mitgeholfen haben, das alles aufzubauen. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, das alles zu organisieren. Da hat man sicherlich mit bezahlten Schaustellern wesentlich einfacher. Eröffnet wurde das Fest wieder mit Salutschüssen vom Schützenverein Pleisa. Schon am Freitagabend waren jede Menge Leute hoch zum Heidelberg geströmt, um zu feiern. Das Besondere an dem Fest. Wüstenbrand ist ein ganz familiäres Fest. Da kommen Familien hoch und auch Familien betreiben hier auch die Stände. Zum Beispiel das Bierzelt betreibt eine Familie, wo heute 4 Generationen zu Gast sind. Natürlich die ganz Kleinen sind noch nicht mit dabei, aktiv, aber schon mit auf dem Berg und lernen schon von der vorigen Generation, was das bedeutet, Wüstenbrander zu sein und Wüstenbrander Traditionen zu leben. Viele engagieren sich hier im Ehrenamt und es ist ein Familien- und Vereinsfest, auf das ich mich jedes Jahr sehr freue. Der Oberbürgermeister Lars Kluge moderierte wieder den Festbieranstich. Presseschlagzeilen schürten Erwartungen auf ein Spektakel, aber 3, 4, haut zu! Ja, wie im letzten Jahr hat er Festbieranstich wieder gut geklappt. Ne? Vor 2 Jahren war das ja nicht ganz so der Fall. Die Freie Presse hat es bereits schon angekündigt gehabt, werden die Wüstenbrander heute alle trocken bleiben. Es war so gelungen und ich denke, es ist auch ganz gut, das Bier ist zum Trinken da, nicht zum Spritzen.
Wer kein Freibier abbekam, musste nicht mit trockener Kehle nach Hause gehen. Die Organisatoren hatten reichlich andere Sachen für die Besucher rangekarrt und auch sonst keine Mühen gescheut. Wir feiern nur einmal im Jahr hier oben auf dem Heidelberg. Das bedeutet natürlich auch besondere Herausforderungen. Wir haben hier eigentlich keine Infrastruktur, sprich wir müssen Wasser ranholen, das Abwasserproblem lösen. Und auch die Stände werden nur einmal im Jahr betrieben, müssen natürlich immer wieder auf Vordermann gebracht werden. Ist wirklich viel Arbeit, aber es lohnt sich. Und wenn wir wie heute so schönes Wetter zum Fest haben, dann haben sich doch wieder die Mühen gelohnt. Auf Schlechtwetter war man ebenso eingestellt. Wir haben aufgrund von Spenden zum 50. Heidelbergfest uns Überdachungen leisten können, worüber wir sehr dankbar sind. Und die schützen uns bei schlechtem Wetter vor Regen. Aber auch bei Sonneneinstrahlung ist es natürlich toll, dass man so viele schattige Plätze anbieten kann. Und wie man sieht, wird es sehr, sehr gut angenommen. Im nächsten Jahr steht die 55. Auflage des Heidelbergfestes an. Also nächstes Jahr, das 55. Heidelbergfest, haben wir so ein kleines Jubiläum. Ich denke, wir lassen uns noch was einfallen, aber ganz konkret ist noch nichts, aber ein paar Ideen haben wir schon gesammelt. Nach dem Heidelbergfest ist in Hohenstein-Ernsthal immer vor dem Bergfest auf dem Pfaffenberg. Und das sind die beiden großen Traditionsfeste hier, auf die ich mich immer sehr freue und die sich im Prinzip natürlich wie so ein roter Faden hier durch die Festsaison in Hohenstein-Ernsthal ziehen. Es ist immer unheimlich viel los, viele engagieren sich und das finde ich ganz besonders toll. Am 7. August startet das Bergfest. Am Mittwoch freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich mit den Kindern das Fest eröffne und die vielen Luftballons in den Himmel steigen lasse. Am Donnerstag gibt es mit Frank Schöbel einen echten Stargast bei uns vor Ort. Und am Wochenende, am Samstagabend, spielt ein Udo Lindenberg-Double, auf das ich mich auch sehr freue. Und es ist wirklich ein buntes Programm. Freitagabend spielen die DJs von Hohenstein-Ernsthal. Also da fällt mir schon vieles ein. Einfach mal auf unsere Homepage gucken. Das wird wieder ein riesengroßes Fest. Auf hohenstein-ernsthal.de gibt es die Infos. Auch zu anderen Veranstaltungen in der Kamai-Geburtsstadt. Drei Tage volles Programm wurde auch zum diesjährigen Schützen- und Brückenfest in Hohenfichte angeboten. Dabei allerhand Gaudi, wie Samstagnachmittag die Bootsregatta an der berühmten Holzbrücke. Ja, wir machen uns schon Gedanken für das übernächste Jahr. Es wird immer schwieriger, Bootsbauer zu finden, ne? Die guten Bootsbauer, die wir heute alle noch mit dabei hatten, sagen manche schon, naja, eigentlich sind wir jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen und wir haben gar keine richtige Idee mehr, keine Zeit und man braucht auch eine Menge Platz für das Gefährt. Na, also wer dann nicht zu Hause eine riesen Garage oder Grundstück hat, wo stellt man das dann immer hin? Ne? Samstag war zudem Familiennachmittag mit Rummeltreiben auf dem Festplatz. Im Festzelt gab es an den drei Tagen Bühnenprogramm. Vor großem Publikum wurden zudem die Sieger der Bootsregatta gekürt. So, der dritte Platz geht an den Martin Pöschmann mit 6 Minuten 10 Sekunden. Der zweite Platz an den Kluge Michael mit 5 Minuten 9. Der Sieger, der zwar flussabwärts ein paar Schwierigkeiten hatte, aber dafür flussaufwärts total auf der Höhe war, der André Zenker mit 5 Minuten 40 Sekunden. Natürlich ganz viel Schweiß gekostet hat und die jungen Männer und Damen, die junge Dame hier dann natürlich auch ein bisschen Geld braucht für Essen und Getränke heute hier, dann bitte alle bei der Claudia vorbei, da gibt es das Geld präsent dazu, gegen eine Unterschrift
Neben dem Sprintsieger wurde ebenso der Kreativsieger ausgezeichnet. Aber wenn man dann David Hasselhoff noch durchs Ziel sausen sieht, dann weiß man, wer den Sonderpreis wieder gewinnt. Martin, das ist jetzt der 4. in Folge, ne? Es muss dir langsam peinlich werden. Schwerer. Ich muss ja jedes Jahr einen anderen finden, ne? Wenn immer der gleiche den Pokal gewinnt. Aber ich glaube, jetzt ist es ihm langsam peinlich. Er baut nächstes Jahr mal Schlechteres. Am Sonntag ermittelte man die besten Schützen. So beim Vogelschießen für jedermann. Aktuell findet das Freischießen statt. Da kann jeder Besucher, jeder Teilnehmer, der Lust hat, auf die Federn schießen, dort Preise gewinnen. Und wenn ringsrum der Vogel gepflückt ist und nur noch das Herz übrig ist, wird der Mast umgelegt. Und nur noch die Königsanwärter aus dem Schützenverein können dann auf das Herz schießen und König werden. Das Königsschießen, ein besonderer Höhepunkt am langen Festwochenende. Freitag war gut besucht, waren sehr zufrieden, trotz des Regens. Die Musik war gut am Freitag, wurde von den Besuchern sehr gut angenommen. Am Samstag genauso. Die Fahrgeschäfte haben einen super Job gemacht, es war gut besucht. Die Band, mit der Kuckuck-Band und die Kuckuck-Musik Samstagabend war sehr gut, wurde sehr gut angenommen. Die Besucher haben bis nachts um halb und zwei gefeiert, es war perfekt. Und heute zum Sonntag, muss ich sagen, hatten wir trotz Schwierigkeiten mit dem Wetter früh um 8, wo es einen Platzregen gab, konnten wir die Truppe gut stellen, haben den amtierenden Schützenkönig, Kai Sackwitz, konnten wir ordnungsgemäß abholen, ein Frühstück feiern, dann mit dem Schützentuch ordnungsgemäß hier einziehen und hier auf dem Festplatz die Truppe begrüßen. Der Schützenverein 1980 Hohenfichte war der Veranstalter des Festwochenendes. Ich habe natürlich mit dem neuen Caterer jetzt Festorganisator und mit dem Schausteller und einen neuen Organisator, mit dem wir extrem super zusammenarbeiten. Das klappt alles, die sind uns zufrieden. Wie gesagt, es wird gut besucht, wird viel gefahren, viel getrunken, viel gegessen, ja, wie es halt so ist. Und wir haben gut zusammenarbeiten. Und wie lange gibt es den Schützenverein schon und mit wie vielen Mitgliedern aktuell? Gut, gegründet wurde der Schützenverein 1980. Das wurde aus der Einheichen heraus erfunden. Seit 1980 findet das statt. Und derzeit haben wir ungefähr um die 50, 60 Mitglieder. Frauen natürlich auch Zuwachs, junge Mitglieder, die neue Ideen und neue Enthusiasmus reinbringen. Wir sind ziemlich alt, ne? Ist ja klar, aber die Tradition lebt und wir brauchen halt trotzdem einen gewissen Zuwachs, um alle zwei Jahre das Fest stemmen zu können und neue Ideen einarbeiten zu können. Bei 50, 60 Mitgliedern stammen die aber nicht alle aus diesen Hohenfichte, oder? Der Großteil stammt aus Hohenfichte, aber es gibt, wie du schon sagst, es gibt halt aus umliegenden Dörfern, Augustusburg, Erdmannsdorf, Kunersdorf, auch Mitglieder, die den Verein unterstützen, weil, wie gesagt, nur mit Hohenfichte kannst du das alles gar nicht stemmen. Das ist ein riesen Kraftakt, den du da alle zwei Jahre trotzdem brauchst, in Vorbereitung auf das Fest, die Organisatoren. Es ist nicht einfach so gemacht, da brauchst du eine Handvoll ringsherum mit der Kollegen, die damit Gas geben, und das Glück haben wir zum Beispiel, das Glück haben wir, dass wir da ringsherum aus den umliegenden Ortschaften dann noch Mitglieder haben, die uns unterstützen. So, das Ausbauen wird sich jetzt um zwei Jahre verzögern. Felix Säuberlich hatte schlussendlich den Vogel runtergeholt. Im Anschluss marschierten die Milkauer Schalmeien ein.
Man. Ach, hallo. Nee, sagen Sie mal, im Fernsehen jetzt wieder das übliche Einerlei. Ach Mensch, war das schön, he? Wo die Fußball-Europameisterschaft war. Ach Mensch, schade, dass die vorbei ist. Nee, ich habe fast alle Spiele gesehen. Da. Auch dann das Endspiel, wo die Spanier gewonnen haben, mit dem Olmöner. Das ist auch interessant, da, der Olmö von den Spaniern, der spielt ja bei RB Leipzig. Ne? Ja, ja, ja. Also, es sind ja viele Stars, ne, die bei RB Leipzig mal gespielt haben. Ne? Also, RB Leipzig scheint ja sozusagen ein Aufzuchtbecken für Fußballstars zu sein. Ne? Oder man könnte auch sagen, ein Aufzuchtbecken für Haifische. Man sagt ja immer, Profifußball ist ein Haifischbecken. Ne? Und ja, ja, in RB Leipzig sind viele Stars zum Haifisch geworden. Ja, das ist, du musst Hai sein. Ne? Wobei, es heißt ja immer, ey, Hai beißt dem anderen Hai keine Flosse ab. Aber wenn du kein Hai bist und bist in dem Becken drin, das ist dann gefährlich. Nee, du musst Hai sein, wenn du... Es gibt ja kaum eine europäische Nationalmannschaft, wo keiner dabei ist, der mal bei RB Leipzig gespielt hat und zum Hai geworden ist. Ne? Also, ich kriege sie jetzt gar nicht alle zusammen. Ne? Szoboszlai oder Obenda und Xabi und Upamecano, Sabitzer. Also, nur, die spielen alle in verschiedenen Nationalmannschaften und jetzt auch nicht mehr alle bei Leipzig. Wenn die alle noch bei Leipzig wären. Oh. Na gut, für die Nationalmannschaft hätte es keine Bedeutung, aber in der Champions League, da wäre der RB Leipzig. Naja, gut. Schade jedenfalls, dass 2 Jahre dauert es nun wieder bis zur Fußball-WM. Na gut, zwischendurch haben wir immerhin die Bundesliga und dann haben wir die Champions League und die Nations League und Europapokal und Conference League. Also für zwischendurch ist schon noch ein bisschen gesucht. Ne, Frauenfußball bringt nicht viel. Ich weiß auch nicht, das ist eigentlich komisch, ne? Weil die Mädels, also wenn du dir das mal anguckst, ne, was die spielen auch schön und schießen. Ne, und, aber es ist eben, Frauenfußball, das ist kein blutiger Existenzkampf. Das ist mehr Spiel, Spaß, Zeitvertreib. Es ist kein Haifischbecken. Es ist mehr eine Streichelzone, ne, im Vergleich. Ja, ne, das ist... Bei den Männern geht es wirklich um Sein oder Nichtsein. Bei den Frauen bleibt es beim Spaß. Das ist ja auch in der Politik, in der Weltgeschichte so. Wissen Sie, die großen Haie, die Hammerhaie, die großen Diktatoren und so weiter, das waren immer die Männer. Na gut, ich will jetzt mal sagen, unsere Angela, die war mal eine Zeit lang ein bisschen... Na, aber kannst du unsere Angela nicht vergleichen mit Napoleon oder mit Adolf oder sowas. Na. Wobei, du darfst natürlich Napoleon und Adolf nicht in einen Topf schmeißen. Da kommt dann womöglich Putin raus. Nee, Spaß. Wobei, der Putin ist ja auch noch kein richtiger Hammerhai. Der gibt sich ja zufrieden mit ein paar Randgebieten von der Ukraine. Also da ist er noch relativ friedfertig. Nee, aber eigentlich wollte ich doch über Fußball reden. Wo man bei Fußball, wo man da landet manchmal. Naja, gut. Nee, Fußball ist irgendwie das Zentrum des Daseins. Naja, hochgestochen. Ja. Die anderen Sportarten, auch bei den Männern, sind nicht so, sagen wir mal, gewichtig. Der Olympiade jetzt noch. Olympiade, schön. Die Franzosen geben sich viel mehr, trotz hier noch Terrorgefahr und so. Also, nee, die Sportler aus aller Welt, klasse. Aber Olympiade ist eben auch so ein bisschen wie Frauenfußball. Spiel, Spaß, Völkerball. Wer nur am Ende gewinnt, ja, die sind froh, ne? Die kriegen eine Medaille, die können sich daran erinnern später mal, können sich die Medaille an der Wand hängen, ne? Und die Enkel sind stolz, der Opa hat mal eine Medaille in Paris und so, aber es ist
Das war früher anders, ne? Ja, früher war das anders. Da war Olympiade, das war Klassenkampf. Ja, da war, ja, da war Olympiade auch so eine Art Haifischbecken. Wobei unsere Sportler natürlich niemals Haifische gewesen sind. Ne? Die waren eben einfach bloß die Besten. Naja, also jedenfalls im Medaillenspiegel, ne? Das hat schon gut ausgesehen, wenn wir da, ne? Gleich hinter den Russen oder hinter den Amis, ja, wir und die Russen damals. Naja, nein, wir könnten wirklich stolz sein auf unsere Sportler. Naja, und ich bin ja bis heute stolz auf die. Ne? Die heutzutage, die neuen Sportler in den letzten Jahrzehnten, ich kenne die gar nicht so. Mir fällt da jetzt höchstens mal der Handbüchen ein, der Turner. Aber also, wer fällt mir denn noch gleich ein? Also die von früher, die kenn ich alle noch. Ne? Czabinski und Maske und Stecher und Schönleben, die hab ich alle drauf. Ne? Naja, naja. Nee, da ging's eben nicht bloß ums Geld. Da ging's Hammer, Zirkel, Ehrenkranz. Im Sport konnte man wirklich damals erkennen, wo die Zukunft. Es war eben doch bloß auch eine Auswischerei. Aber immerhin, damals im Sport, da waren mehr wert. Ne? Und die von drüben, die konntest du vergessen. Na, so ändert sich das eben. Heute sind wir nicht mehr wert. Also, aber im Fußball sind wir eigentlich schon wieder wert. He? Im Fußball, also, doch, da sind wir mit dabei, im Haifischbecken. Ja. Hoffentlich geht es jetzt bald wieder richtig los, he, mit Fußball, Bundesliga und so. Naja, aber gut, trotzdem erstmal schönen Sommer, he. Zum Wohl.